Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir Seva rekrutiert, die habe ich jetzt auch gleich noch auf Level 20 trainiert. Da gebe ich jetzt noch gleich noch Meistersiegel und habe ihr eine Waffe gegeben, einen neuen Bogen. Die noch gleich ein bisschen geschmiedet, damit sie mit uns anfangen kann, denn sie wird eine Bogenritterin. So viel schon mal dazu. Ich weiß schon, welche Nebenquests ich jetzt machen werde. Sehen wir nicht mal allzu viel zur Auswahl. Oh yeah. Bedauere, aber ich bin immer noch ich. Ja, okay. So, sie kann jetzt nicht Bögen tragen und ich habe den einfach ein bisschen geschmiedet. Mit dem Geld, was ich auch durch ihr Training verdient habe. Das. Ne, die werde ich auch mal irgendwann einsetzen. Aber noch nicht. So, und dann gehe ich nämlich auf diese Quest hier. Im Gelände der Wirmgöttin. Ohne weitere Umschweife. Nebenquest 17. Bedrohte Ruhe. Die Luft hier. Die Luft ist frisch hier. Es ist so friedlich. Man will sich am liebsten einfach ins Gras plumpsen lassen und feste schlafen, oder? Klingt verlockend. Merkwürdig. Mir kommt es hier so vor wie an jedem anderen Ort auch. Dieses Nagas Wiege. Das heißt, die Wirmgöttin nannte diesen Ort hier zu Hause. Hier führt die Stimme heilige Riten durch, um sie zu stärken und mit Naga zu reden. Ach doch, jetzt hat. So. Edle Tiki. Tiki? Fei. Ich bitte euch, meine Dame, seid still. Die Stimme ist in heilige Riten vertieft. Ich glaube, sie schläft nur. Sie zieht die Macht der Wirmgöttin aus dem Land heraus und nimmt sie in sich auf. Vergib mir, das wusste ich nicht. Ich dachte, sie schläft. Sie sieht so überaus friedlich aus. Was glaubt ihr, was sie sieht? Ob sie wohl träumt? Hey. Ich glaube sie. Moment, was ist... Oh. Sayri, Lucina, es sind Feinde im Anmarsch. Wir kümmern uns besser darum, sonst gibt es für die Stimme ein böser Wachen. Oder gar keine Wachen. Jo, und das ist jetzt nämlich eine ziemlich heikle und schwierige Mission, aber ich denke, ich kriege das hin. So, erst einmal üblicher Käse. Ich nehme Anna nicht mit. Shadara kommt mal mit. Ich brauche nämlich Bogenschützen. Du, nein. Ich wollte sie gar nicht gerade mitnehmen, weil ich gerade wegklappe mit meiner anderen. Sind die von meinem Extremspielstand. Die ist nämlich eine Dunkelschwinge und gar nicht mal so schlecht, weil mit ihrer Windmagie gut im Abwehren von fliegenden Feinden. Aber wo fliegende Feinde? An sich sieht das nicht viel aus, aber hier kommt viel Verstärkung. Und das wird schwierig. Wir müssen Tiki beschützen und die... Ja, wehrt sich nicht. Und stark ist er auch nicht gerade. So, hier kann jeweils nur einer erstmal, aber da kommen gleich immer mehr. So. Aber... Ich habe da schon eine Methode... die funktionieren könnte. Ich werde halt einfach ein Schild aus Fleisch bilden, sozusagen. Beziehungsweise jetzt sie einfach beschützen, indem ich die Gegner nicht an sie rankommen lasse. Aber ich werde auch erstmal gezielt schauen, dass ich erstmal die Gegner umblätte. So, wir haben... Ich würde gerne Cordelia und Callum nach rechts schicken. Der Rest wird einfach alles ab, was von vorne kommt. Alles klar. Noi? Ja, Noi dabei. Alles klar, dann fangen wir doch einfach mal an. Diesen Zustand ist die Stimme wehrlos. Wir müssen ihr Schild sein. Wie lautet eure Strategie, Mike? Formiert uns zu einer Mauer aus Stahl. Oder einem Schild aus Fleisch. In erster Linie habe ich erstmal keine großen Probleme mit den Kerlen, denn... Okay, sie kommt zwar noch nicht ran, aber sie kann das problemlos machen. Lindfahren geht man sicher mit Severa mit. Und du rüstest deinen Bogen aus. Der ist genauso stark wie der Stahlschwert. Ja, das passt doch. So, Wake kann sich um die da gleich kümmern. Der ist auch so schwach vom Waffenlevel her. Noi und Donny. Was ich erstmal machen werde, ist, ich stelle Sunny hier hin. Chrom dahin. Werde Maribel benutzen, Rettung einsetzen. Und zwar jetzt so. Dann kommen sie nämlich von weniger Orten an sie ran. Und das ist nämlich das, dass sie von hinten an sie rankommen würden, ist nämlich blockiert. Dadurch, dass die Map zu Ende ist. Du bleibst auch mal in ihrer Nähe und dann lassen wir uns einfach mal erstmal auf mich zukommen. So. Seht schon, jetzt kommen sie schon alle wie Birnen nach. So. Der haut schon mal ziemlich rein. Wobei.
Kein Problem von Cordelia. Zack. Warm Kellam, geil. So, wäre es nämlich echt geil, wenn sie direkt noch an den nächsten rankommen würde. Super. Die macht sogar One-Hit. So, das kann ich jetzt noch ein bisschen hier Cordelia getrost überlassen. Das passt. So, Severa. Wow. Die macht das. Passt. Und gleich mal den nächsten übernehmen. I'm just getting started. Ich hab ein bisschen Leichter drin, aber ich hab ein bisschen Ton. So, die von vorne. Wie der einfach immer zu langsam ist. Ich pack's nicht, Owain. Hilf mal mit. Ja. Also weg mit dem Waffenlevel und sein normales Level trainieren. Ha, der Weik ist jetzt noch viel weiker. Jo, wenn du meinst. So. Hier bitte mal Noi. Ja, die ist schon stark genug, dass sie alleine kämpft. Okay, das ist sowieso. Bom. Oh, du machst ja nicht mal Schaden. Flop, weg. Noi wins. Ja, sehr gut, Noi. Ich kann die ganze Legion besiegen. Immer noch. So. Lindfa, du gehst da mal in die Richtung. Severa schafft nämlich die andere Seite komplett alleine. Das ist gut. So, Chrom, du gehst mit Sully erstmal in die Richtung und fängst auch noch ein bisschen was ab. Beziehungsweise Solosina geht noch hier lang. Hier ist ein Rapier, der hilft. Und Donny. So, Mike und Maribel sichern jeweils noch auf einer Seite ab. Donny geht bitte mit nach vorne und hilft auch nochmal aus. Kommt nicht an den Rand, okay. Da kommen sie schon wieder an. So, und da rücken sie wieder alle nach. Sollte aber nicht das Problem sein. Maribel, die schafft das nicht mal. Okay, dann wird es doch ein bisschen problematischer. Sully und Chrom, den hier. Ja, seine Lanze nicht ausgerüstet, das ist auch doof. So, Maribel, du kommst an den ran. Das Schöne ist aber auch, ignorieren meine Einheiten halt fast komplett. Aua. Das heißt, ich komme auch relativ gut klar, dass ich sie praktisch, beziehungsweise sie gehen halt nicht auf meinen Einheiten, sondern konzentrieren sich mehr auf Tiki. Es sei denn halt, sie kommen nicht an Tiki ran. Das heißt, ich kann mich problemlos konzentrieren, sie umzuschnetzeln. So, damit kann ich die Seite auch wieder komplett klären. Warte mal, kannst du vielleicht... Kellam greift doch bestimmt mit an. Ja. Und tschüss. So, man kann sich ihr Buchlevel noch ein bisschen trainieren. Und du bist noch dran. So. Kellam trainiert zwar auch nach und nach sein Axtlevel. Das ist nämlich auch gut. So, hier brauche ich Cordelia aber auf jeden Fall. So. Weiter geht's. Donny, du kannst die Kurzaxt nehmen und den nicht um... Jawohl. Er hat Noi als Unterstützung, das wird schon funktionieren. Ja. Boah, ist die Schaden drückt, das ist der Wahnsinn. Ist ihren Schaden drückt, das ist schon echt abnormal, aber na gut, sie hat einfach eine Vorteil gegen Drachen. Apropos gegen Drachen, Noi, mach mal. Okay, jetzt übertreibst du es. Egal. Bom! 129. Noi, ich beste. Was noch ein Level Up. So, und Vaik. Okay, so. Hier kommt noch einer. Das soll Mike übernehmen. Und Ignis. Und tschüss. So, nein, was? Scheiße. Der käme jetzt an Tiki. Okay. Plan B.
Musste ich jetzt so machen. Das ist jetzt bitter, dass das einfach mal daneben ging. So. Ja, eine gute Leistung, natürlich. So, weiter geht's. Zack und zack. So, die beiden sollten auch nicht durchkommen. Du komm, kannst bitte nehmen aus dem Weg räumen. Ziemlich sicher sogar, kannst du das mit dem Schwert. Ne, dann nehmen wir es mit dem Buch. Dann machen wir das mit dem Buch und... Zack. Ignis. Und tschüss. So. Da kann keiner mehr rennen und der stürmt durch. Das ist das Problem, dass die alle so durchrennen. Jetzt rücken halt noch mehr nach. So. Bitte hier Crom. Jetzt kommt langsam der Moment, wo ich mich langsam selbst zum Schild bilden muss. Wake, mach das mal. Ja, das hat sogar deine. Obwohl, ja, da glaube ich nicht, weil da kriegt durch Event Wayne auf den Stärkeboost. So, Donny. Ich glaube, so viele Wellen kommen nicht mehr. Die Wellen sollten eigentlich nicht mehr anrücken. Ich glaube, nach der noch eine. Noi? Ja, ist die stark mittlerweile. Hey, das ist ja der Wahnsinn. Kurz die Möglichkeit nutzen, mal zu trinken. Wenn Noi, legt euch los, ihr mit Noi an, ein Level abbekommt. So. Die rücken gleich an. Du kannst kontern, das ist schlecht. Du kannst nicht kontern, das ist gut. Und dann wird's bei Destiny. Moment dann. Ist der der All? So, weiter ist Cordelia. Ja, ich nehme jetzt sicher einfach mal die Lanze. War jetzt der Kellum sollte noch nicht mit angegriffen, wobei, wer weiß, ob ein zweiter Schlag, aber. Vorsichtig, die Mute der Porzellankiste, ne? So, du gehst erstmal hier, nimmst dann die Missionaris Feichern, falls der doch angreift, und du verwendest es auch gleich mal. Und heilst dich damit. Kellum bitte? Ja. Und noch Level für Cordelia. Schön. So, das muss ich jetzt lediglich wiederholen. Ja. Okay, da kommt nur einer durch. Hier haben wir zwei. Linfan. Bitte. Amateur und Bier. Tschüss. Und Waffe Level C bei Büchern. Sehr schön. Und Mike, bitte. Arcus Donner. So, dann sollte der auch weg. Ich hätte eigentlich vorhin gegen den einen einfach das Donnerschwert verwenden können, hätte den Linfan auch anderweitig verwenden können. Bitter, aber mein Gott. So, sind die zwei weg. Severa hat noch nicht. Schön, dann sollte noch mal. Okay. Unnecessary Crit, aber na gut. Weg. Die Rüstung sieht echt cool aus. So, diesen rosa Rotton da. Gut, ich glaube, habe ich den Spruch gar nicht vorgelesen. Na egal. Nimm mal bitte den da. Nein, ich könnte nicht treffen. Egal. Wenn ich 99% zweimal nicht treffe, dann stimmt irgendwas nicht. So, die nächsten. In der Zwischenzeit rücken die wieder alle nach. So. Da kam gerade nichts nachgerückt. Sehr schön. Dann... Sorry. Sehr, sehr schön. Dann Linfan. Ja. Und das Schwert. Und tschüss.
Waffen levelt sie auch bei den Schwertern. Dann kann sie auch schon Stahlschwerter tragen. Sehr schön. Du bitte, Donnerschwert trifft nicht so gut. Triff bitte einfach. Gut, so, und ein Level-Up nochmal von Mike. Sehr schön. Ha, ich bin stärker geworden. Ja, aber nicht besonders. Wobei nochmal Magie dazu. So, Severa, bitte hier hin. Ich hoffe, ich verschätze mich da jetzt nicht. Der kommt noch, der kommt nicht durch, weil da kommt plus Sina mit ihrem Leben, sondern dann fahre ich hier. Und das hat er gut, ist gut gegen Drachen, also tschüss. Oh yeah, und Level-Up. Ich stelle meine Stärke in den Dienst anderer. Mach das, Lucina, mach das. So, jetzt damit alle nach innen rücken. Jetzt erstmal noch die letzten Blätten. Okay, die sind echt in einem Party erledigt. Das wäre echt geil. Wobei, ich glaube, da kommt doch noch was, oder? Ich dachte, da käme noch was. Ich meine, soll mir recht sein, wenn nicht so ist. Nicht, also, nicht wahr verstehen. Ich freue mich sogar tierisch, wenn das passt, aber ich meine. Dachte eigentlich, es käme mehr. Da sollte wahrscheinlich auch Erfahrungspunkte da nicht. So. Nicht durch Maribel. Kannst du. Musst du irgendwen heilen? Du könntest Wake heilen, aber naja, erstmal nicht. Nee, er stimmt schon auf uns zu. So, wer darf denn die Erfahrungspunkte haben? Ich würde fast sagen, Severa, nachdem sie ein Neuling ist. Die Bewerbungsprobe hat es auf jeden Fall schon mal bestanden. Are you deft? Tiki ist nämlich auch hier, vielleicht wie ihr seht, eine Manakete. Das heißt, ich habe da noch eine. Ja, yeah, das ist schon unsere zweite Manakete. So, und hier kann Mike noch ein Level abholen. Stimme Nagas Dienerin. Tötet sie! Heute nicht, Freundchen, heute nicht. Tötet sie. Wie gesagt, heute nicht. Und ein Level for Wake. Auch schon zwei gemacht in der Mission, super. Ha, der Wake ist jetzt noch viel Waker. Jo, bis ist er. Und Waffen Level C, sehr schön. Dann werde ich mich dann auch streamen und nochmal ein bisschen umdingen. Eine Schmiede. Da wird Ausrüstung benachbarter Freunde, das ist super. Wir können mal eine Waffe wieder aufstocken, falls es mal notwendig wäre. Geht's euch gut, edle Tiki? Ja, danke euch allen. Ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen, aber die Riten haben Früchte getragen. Mhm. Ihr habt die Macht der Würmgöttin in euch aufgenommen? Yes. Einen Teil davon, ja. Es ist seltsam, diese Macht hat mich immer isoliert. Viele Tage weinte ich allein und verfluchte diese Aufgabe, die mir aufgetragen ward. Meine Dame, ich habe so wenig Frauenstimmen, das sind nämlich zu viele, ey. Doch nun hat meine Macht einen Zweck. Die Welt benötigt sie, um eine Zukunft der Verderbnis abzuwenden. Und so gebe ich sie freiwillig. Erlaubt mir, mich euch anzuschließen. Seid ihr euch sicher? Ja, ich habe lange genug in Einsamkeit gelebt. Außerdem wollte ich schon immer die Welt sehen. Jetzt kann ich helfen, sie zu retten. Hast du ihn schon damals mit Marv gesehen? Egal. Noch Kapitel 19 und noch drei Nebenquests und ich werde als nächstes. Gute Frage. Na, jetzt habe ich Sound Mike schon wieder auf der Map. Jo, bitte einmal tschüss. Ja, keine Lust. Siehst du, darfst wieder gehen. So. Das passt. Wo haben wir sie denn, die gute Tiki? Da ist sie. Sie hat Drachenstein Plus sogar. Und ja, die ist stark. Die muss doch ein bisschen trainiert werden, aber die ist stark. Aber ich weiß nicht, ob wir sie mitnehmen. Ich weiß, dass sie mit anderen mit Sari Supports haben könnte. Ich glaube, ich werde sie mal ein bisschen trainieren. Vielleicht für eine bestimmte Mission, falls ich sie da brauche. Und aber nicht wirklich für die Hauptstory hernehmen, weil zu viel Manaketen will ich nicht. Dann werde ich als nächstes wahrscheinlich die hier oder. Naja, nee, als nächstes gehe ich ins Vivantal. Hierher, oder? Ich schau hier von dem. Nee, ich glaube, ich mache tatsächlich dann im nächsten Part schon dieses Sidequest hier.
Die ist schwierig, aber sie sollte machbar sein. Ich würde sagen, das war es erstmal mit Fire Emblem Awakening für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis denn und ciao.